Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Ja, vielen lieben Dank für eure zahlreichen Kommentare mit den Mod-Vorschlägen. Ich habe mir auch alle angeguckt, konnte mich aber noch für keinen entscheiden. Deswegen habe ich vorerst nur den Carpenters Mod installiert. Das heißt, das ist der Mod mit diesen schrägen Blöcken für Dächer und so weiter und so fort und ein Möbelmod. Die Links packe ich euch wie immer unten in die Beschreibung. So, was wollte ich jetzt machen? Ich glaube, ich wollte in die Höhle gehen. Das war nämlich ein Wunsch von euch, dass ich in die Höhle gehe. Und das werde ich dann auch mal machen. Ich sammle hier nochmal die Setzlinge ein. Die können wir dann ja neu... Hatte ich eben auch einen Setzling gelegen? Da habe ich den schon eingesammelt. Genau. Ein Vorschlag war, ich soll mir doch einen Kuchen aus den Kürbissen machen. Würde ich gerne, aber dazu brauche ich Eier. Und Eier habe ich keine. Ich wüsste jetzt zumindest nicht, dass ich Eier eingesammelt habe. Von daher kann ich leider noch gar keinen Kuchen herstellen. Und für Kuchen braucht man auch Zucker. Und den habe ich, soweit ich weiß, auch nicht. Also es ist alles so ein bisschen schwierig, das herzustellen. Also ich bringe jetzt nochmal meinen Kram in die Truhe und dann geht's ab in die Höhle. Material sammeln vom kleinen Robin. In der Hoffnung, dass er mich nicht schon wieder so zu Tode erschreckt. So, Freunde. Was kann ich denn in die Truhe packen? Die Bretter muss ich nicht mitnehmen, das Schwarzpulver auch. Die Setzlinge. Die kann ich aber mal verteilen, bevor wir nämlich in die Höhle gehen. Dann können die wachsen. So ein bisschen Stein können wir uns mitnehmen. Die Angel brauchen wir nicht. Den Bogen brauchen wir auch nicht, weil wir haben keine Pfeile. Außer die 9 Stück, die bringen mir nicht viel. Die Kakaobohnen brauchen wir auch nicht. Den Stock. Ja, können wir mal mitnehmen. Das Hirn brauchen wir nicht. Den Apfel auch nicht. So. Die Holzkohle nehmen wir nicht mit. Da haben wir 3 Stück. Pflasterstein, den nehmen wir auch hier. Achso, den Sand kann man noch da lassen. So, ich mache mir jetzt nochmal... Ach komm, hier, was soll's. Ich nehme hier die hier mit. Brauchen wir keine neue machen. So. Wir haben jetzt aber nichts zu essen, oder? Nicht wirklich. Naja, komm, wir verteilen jetzt mal die Bäume hier. Hallo Schafe. So. Oh, da geht's ja runter. Hier stehen wir. Ganz viele Schafe. Eigentlich müssten wir Dings machen. Wie heißt es? Zäuner. Und Schafe eins. So, den letzten Tod, den können wir dann auch gleich mal löschen. Ja, genau. Ach ja, und ich könnte mir mal einen Punkt machen. Warum rennt der nicht? Das sieht ja komisch aus. Wo habe ich das Rennen? Muss ich nachher mal gucken in der Pause. Irgendwie ist hier was mit der Tastenbelegung nicht in Ordnung. So, rein in die Hütte. Hat ich jetzt was zu essen? Nur die 2 Äpfel, ne? Dann nehme ich die mal mit. Ja, Eier habe ich keinen. Schade. Schwerter habe ich 3 Holzschwerter. Das nehmen wir vorsichtshalber mal mit, das Holz. Die Steinhacke müssen wir nicht mitnehmen. Ja, ich würde mal sagen, dann haben wir alles. Dann können wir losziehen, ne? Oder wollte ich noch irgendwas machen?
Nö, ich kann ja nichts mehr machen. Ich habe ja nichts. Also, ab in die Höhle. Habe ich Licht? Habe ich natürlich nicht. Weil die Holzkohle, ne? Die Fackeln. So. Fackeln, dann geht's ab in die Höhle. So. Eine Brücke, das nächste, was ich bauen werde. Eine Brücke zur Höhle. Nehmen wir erstmal Holzschnitt. Den letzten Tod, den müssen wir auch noch löschen, das habe ich auch mal gesagt. Das machen wir dann auch gleich. Mehr oder weniger sicher in der Höhle stehen. So, wie war das mit B, ne? Nee, dann mit M. Wegpunkt, der letzte Tod. Löschen. Take. So. Ja. Genauso. Rechts in der Höhle. Da oben geht's nochmal weiter. Da waren wir noch nicht. Aber hier unten, so, hier bauen wir mal was ab. Ganze Kohle kann man nehmen. So, schön abbauen. Wie es schleicht sich was von hinten an. Direkt erschlagen. Oder umgekehrt, es erschlägt mich. So. Ach, da geht's runter. War ich da unten schon? Eine Höhle und noch eine weitere. Dann müssen wir hier aber einen Übergang schaffen, dass wir da rüber gehen können. So und so und so, ne? Habe ich in die Fackeln, die habe ich hier hängen. Alles klar. Gott, ich habe Angst. Ah ja, hier geht's im Kreis, alles klar. Ah, hier ist Eisen. Sehr gut. Und hier ist nochmal Kohle. Die hole ich gleich. Ich sammle jetzt erstmal die Kohle ein, die da unten liegt. Die wir da haben liegen lassen. Ach du Kacke. Oh Gott, ich habe Angst. Oh, da ist... Nee, da mag ich jetzt nicht runterschwimmen. Ich baue hier gerade mal erstmal das Eisen ab. So. Genau. Hier noch irgendwas gesehen? Doch, da ist noch Eisen. Klar. Dann blockiere ich jetzt mal eben das Wasser. Wir können die ganzen Monster jetzt hochküpfen. Ja, demnächst müssen wir dann auch mal was an der Hütte machen. Denn so wie die Hütte jetzt ist, bringt das mal gar nichts. Das ist ja ein absolutes Provisorium und wenn die kleine Hütte fertig ist, werde ich mich an ein Baumhaus machen. Der Dschungel ist da schön groß, Holz ist ja genügend da. Wieso geht das Wasser hier nicht weg? Ist hier noch eine Quelle? So,
mal hier mal Licht. Ach, da ist noch eine Quelle, okay. Da schwimmt mal eine Kohle fort. Da oben liegt noch Kohle, so, die sammeln wir auch ein. Oh mein Gott. Ach, die ist fertig, sehr schön. Wow. So. Schön viel Eisen mitnehmen, ne? Auf welcher Höhe sind wir denn jetzt eigentlich? 32, also Diamanten noch tiefer. So, Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Sehr schön. Haben wir alles? Wir haben alles. Gut. Hier noch. Erstaunlich ruhig. Wo sind die ganzen Monster? Die haben Angst vor mir, deswegen kommen die nicht. So. Ach, da ist ja noch mehr Kohle, wie schön. So. Hier jetzt noch irgendwo dunkel. Da vorne ist noch dunkel. Ist noch Eisen. Das ist sehr gut. Gehört. Da war ein Höhlengeräusch. Gehört. Wollen wir mal hier hochschwimmen? Komm, schwimm. Schwimm, schwimm, schwimm. Und. Eisen. Eisen. Und Höhle zu Ende. Ja, gut. Dann nehmen wir mal das Eisen mit, ne? So, das war's dann auch schon. Dann machen wir uns mal an das Eisen. Und hier machen wir mal die Schotten dicht. Da oben. Geht's da weiter? Da geht's weiter. Ach so, ja, nee, da geht's wirklich weiter. Okay, alles klar. Gut, dann Eisen mitnehmen. Hier baue ich mal eben die Kohle ab. Ja, ist ein bisschen unspannend, ne? Also irgendwie sind keine Monster da, die haben alle Angst vor mir. Nachdem ich ja meine Tode letztens bitterlich gerecht habe, haben die jetzt Angst vor mir. Selbst der Robin ist weg. Selbst Robin hat sich verkrochen. Ah, hier ist noch Eisen. Sehr gut. Da war die Hacke kaputt. Da ist sie kaputt gegangen. Stein haben wir hier. Und Eisen können wir dann gleich einschmelzen, wenn wir wieder oben sind. So. Was habt ihr denn so für Mods installiert? Also ich habe euch ja jetzt mal gefragt, was ihr mir empfehlt. Mit welchen Mods arbeitet ihr denn? Arbeitet ihr überhaupt mit Mods? Was habt ihr für Texturenpacks installiert? Also ich
habe mich ja mittlerweile hier an das FaxPUBD, habe ich mich ja relativ gewöhnt. Am Anfang fand ich das nicht so toll, aber mittlerweile mag ich es doch ganz gerne. Und ja, was nutzt ihr? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Wäre ganz toll. Dann gucke ich mir das mal an und vielleicht tausche ich das ja mal aus. Probiere mal eure Texturenpacks aus. In der letzten Staffel habe ich das ja auch gemacht. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie dieses Texturenpack hieß, aber da habe ich auch eins ausprobiert. War jetzt nicht so ganz meins, aber probieren kostet ja nichts. Sowas ist ja schnell installiert. So. Ich glaube, jetzt haben wir hier auch alles durch, ne? Muss ich nur. Wow. Jetzt muss ich nur wieder hier rausfinden. So, hier ist zu Ende. Okay, also, ich habe hier. Habe ich doch immer die. Ach, hier ist es. Ich bin dran vorbeigelaufen. Hier ist ein Ofen. Sehr schön. Den nehmen wir, glaube ich. Ne, wir haben in der Hütte haben wir einen Ofen, ne? Oder? Wir nehmen den mit. Wir nehmen den mit. Den stellen wir oben in die Hütte. Und damit geht's schneller. Genau, dann gucken wir, ob mal ein paar Melonen gewachsen sind. Nein, keine Melone. Schade. Der Walz ist auch noch nicht gut. Guck mal, da ist Tinte. Schwarze Tinte. Yay. Naja gut, blaue Tinte gibt es glaube ich nicht. In Minecraft aber. Und noch mehr. Ja. Da ist ja noch Ton. Zumindest aus wie Ton. Und? Ja, jetzt auf ich ab. Ein Taucherhelm der Klasse. Es gibt ja so einen Tauchertrank. Wie auch immer, so ein Unterwasseratmungstrank. Gibt's echt viel Ton, ja? Gut, sehr schön, das merke ich mir. Und dann, steht das als nächstes auf dem Plan. Ich schmelze jetzt erstmal das Eisen ein und dann kümmern wir uns um die Hütte. Dass hier mal ein bisschen was an Struktur reinkommt, weil so wie die Hütte jetzt ist, das geht ja mal gar nicht. Das geht ja mal gar nicht. So. Das stellen wir da hin. Ach, guck mal, wir haben ja schon Eisen. Das packen wir jetzt mal da rein. Haben wir eine Schaufel? Nee, haben wir nicht. Ich mache mir jetzt eine Eisenschaufel so. Genau so. Und als nächstes mache ich mir dann die Eichenbretter und dann mache ich hier nämlich mal den Boden fertig. Genau so. Genau, mit der Erde können wir dann nachher dieses Loch vor der Höhle stopfen. So. Oh. Ja, ihr Lieben. Wir sind dann auch schon wieder am Ende einer Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und wie gesagt, schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, welche Mods ihr nutzt, welche Texturenpacks ihr nutzt und ich gucke mir das alles dann mal an und mal gucken, vielleicht übernehme ich davon ja was hier in dieses Let's Play. Macht's gut, ihr Lieben, bis übermorgen. Tschüss!